Moinsens und herzlich willkommen. Scheiße, da ist mir die Gabel runtergefallen. Beste Begrüßung ever. Boah, da ist die Gabel mir nochmal runtergeknallt, ey. Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Und in 5 Sekunden werde ich wahrscheinlich Zombie sein, weg hier. Wieder dabei der liebe... Oh lol, ich bin wirklich Zombie. Ich bin wirklich Zombie. Ich fasse es nicht. Mein Lieber, du gehst recken. Und X... Nubium, was? Ja, bin ich instant? Bin ich instant oder was? Alter. Nee, warte mal, das bist du? Die beiden Arschen, die drei Zombies sind, ne? Du bist der Letzte, Alter, du bist der Letzte. Ach du Scheiße, hier sind ja alle. Ja, da sind auch alle. Ja, ich glaube, das war's dann mit dir. Ich darf noch schön hier auf. Junge, ja, das ist ja ganz chillig, ne? Ja, 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 kann man ja mal machen. Boah. Das war wegen deiner schönen Einleitung. Ja, ich weiß schon, weil mir da zweimal die Gabel runtergeknallt ist einfach, ne? Ja, wenn ich zweimal Besteck höre, dann schlafe ich immer. Denkst du dann nicht eher ans Futtern oder sowas? Bei Besteck? Also wenn bei mir Besteck klimpert, kriege ich irgendwie immer Heißhunger. Ich weiß nicht. Echt? Ja, ohne Spaß, eigentlich das letzte Mal, bin ja sozusagen der kleine Haussklave von meinen Eltern. Sie halten auch eines Tages zu mir, ich bin der einzige Grund, warum ich geboren worden ist, die Spülmaschine auszuweiten. Pass auf, aber jetzt mal zurück zu meiner Spülmaschinengeschichte. Und als ich dann eines Tages musste ich mal wieder die Spülmaschine ausräumen. Und als ich dann das Besteck eingeräumt habe, das hat so geklirrt, da habe ich auf einmal wahnsinnigen Hunger auf McDonald's bekommen. Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist ganz komisch bei mir. So, wenn ich so Teller einräumen muss, nicht, aber so bei Besteck, da hört es bei mir auf. Da kriege ich jedes Mal Hunger. Aber so richtigen Heißhunger. Bei mir ist das so irgendwie von... Ist schon tot? Von Geburt an irgendwie. Von Geburt an hatte ich schon immer diesen Reiz, ne? Wenn ich Besteck höre, dann muss ich einfach essen. Ja, nee, ich hatte, wo ist denn der? Ich glaube, der war irgendwo hier drinne. Nö. Doch, ist er. Oh! Hab ich dich da gerettet? Alter, ich sitze hier gerade mit so einem perfekten Kreis im Mund vom PC einfach nur. Da rupp ich die Tür auf und der Typ will mir seine Gastfreundlichkeit erstmal beweisen, ey. What the fuck? Der kann aber auch gut. Der Typ hat aber echt gerade ganz schön krass Hallo gesagt, ey. Immer wenn ich als Baby geschrien habe, ich war zwar. Immer wenn ich. Lass mich ausreden, ja? Immer wenn ich als Baby geschrien habe, habe ich von meinen Eltern einen auf der Fresse bekommen, danach war ich ruhig. Stimmt das so? Nein. Boah, Alter, ich war als Kind die übelste Terrorqueen einfach nur. Das ging gar nicht bei mir. Ich war als Kind immer richtig schlimm. Nein, oh gut, danke. Wo bist denn du gerade? Ah, da bist du. In dir. Alter, jetzt muss ich mich da ganz kurz... jetzt bohr ich mich gerade einmal so schön im Ohr, ey. Ja, und du klaust mir doch dabei schön den klaust mir dabei den... Ja, ja, ohne Spaß, ey, wenn ich mich gerade in meinem linken Ohr bohre, da geht einfach gerade nix, ey. Ohne Spaß, wenn bei mir so das Ohr juckt, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Nein. Ach, geh. Was? Geh, nee, vergiss es. Ja, renn doch noch weiter weg, Junge. Wie lange kannst du wegrennen hier? Ich hatte gerade erst Morphi gezündet. Da sind ein paar in der Kirche, die könntest du easy holen. Ich sagte Kirche und nicht Baum, du Baumschüler. Bist du blöde? Ja, ich hab dich doch getroffen. Alter, mein Herz, Junge. Ohne Spaß, ich brauch gar nicht so was wie Outlast oder sowas zu zocken. Ja, der Brickforce Zombie Modus ist sowieso schlimmer als jedes Horror-Game. Ich hatte dich getroffen. Ich hab deine Leiste gesehen und war danach tot. Ja, war auch so. Ich hab sogar, glaube ich, so richtig Schaden gekriegt. Ich weiß aber gerade nicht. Okay, ich bin hier. Guck mal, ich bin über dem. Mach mal nix. Ich lass doch nicht den Trollen, wenn ich da mit drin stehe. Stimmt. Oh. Boah, Junge! Oh, da wurde ich weggenudelt. Da haben sie mich... Alter, au. Zockt der Shotgun, oder was? Okay. Ah, übrigens, die Map heißt Friedhof und ist eine meiner absoluten Lieblingsmaps. Also muss ich wirklich sagen, der Bauer an der Map, wirklich großes Lob. Ich finde die Map einfach nur Premium. Ich bin die Kacke. Du hast meine Map beleidigt, jetzt geht's dir schlecht. Nein! Wie viele sind hier noch? Geh sterben! Geh doch sterben, GP! Jetzt geht's dir schlecht. Ich troll dich noch! Nein! Du bist ein Penner! Du hast meine Map beleidigt, da kenne ich nichts mehr. Du hast meine absolute Favorite. Also, 123, ich hab mich nochmal hochgeheilt. Aber ich war wirklich instant. Und der andere hatte noch weniger wie du gehabt. Ja. Super. Ja, du hättest ohne Spaß hättest du jetzt ein kleines bisschen geschwindelt und gesagt, du magst die Map, ja, dann hättest du jetzt hier mit den höchsten Score ever rausgehen können. Mich kennt jeder, dass ich immer mein. Ist der gerade einfach mir vorbeigelaufen? Ja.
Ich kenne jeder, dass ich einfach meine Meinung sage. Ja, ohne Spaß, ey, du legst es aber auch drauf an, weißt du, der einzige im Raum, der mit dir okay macht, mit den verscherzt dir natürlich, indem du die absolut geilste Map der Welt einfach nur belapst, ey. Dumme Map, dumme Map, dumme Map. Das geschieht ja, das geschieht ja recht. Geschieht ja recht. Boah, der war gerade, der ist Zombie geworden und gleichzeitig tot, das wusste auch. Ja, war auch so. Oben auf der Kirche. Der sucht die Nähe zu Gott, guck mal, deswegen ist der auch so hoch. Alter, pass auf, wir müssen jetzt hier echt... Der kommt! Der rennt an dir vorbei und geht direkt auf mich, ey, what the fuck? Die rennen alle direkt an dir vorbei und gehen alle auf mich, ich fass es nicht. Mann, und ich treff die nicht mal, ne? Ja, ich konnte nicht mehr stealen, jetzt bin ich voll angepisst, ne? Ja, genau. Mann! Boah, Alter, wie lange der mit Respawn aber auch rennen kann, ne? Lol, hinter mir kamen sie gerade zwei Zombies, ich hab sie beide mit... Nein. Och nö, Happy. Really. Du dumme Hure. Wegen der Kack-Map hier. Boah, Alter, ey, meine Achselhaare müffeln gerade bis zu mir nach oben, ey. Voll ranzig. Echt, bei mir stehen sie bis nach oben. Weißt du, wahrscheinlich jeden Morgen so früh mit Haarspray vom Spiegel, dann kämmst du die Achselhaare zurecht. Siehst du immer so einen schönen Mittelscheitel, ne? Ist das jetzt denn sein Ernst? Nee, ach du Hure. Das warst du, lol. Du kleine Prachtstute, ey. Ich besam dich, ey. Ich weiß, dass ich geil bin. Du bist einfach nur tierisch, vor allem der kleine... Ich zitiere jetzt mal kurz einen Spruch aus Assassin's Creed. Wie Romulus, von Wölfen erzogen. Ja, den Spruch habe ich, als ich das erste Mal gehört habe, saß ich wirklich vor dem PC und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Assassin's Creed 2, das war so geil. Nee, Quatsch. Der Kleine verarscht mich gerade. Nee, Assassin's Creed Brotherhood. Oh Gott, ey, beim Röps-Kampf gerade war hier mit was nicht ganz Röps, sondern eher so in Richtung Mageninhalt ging, ey. Alter, mein Hals brennt jetzt. Sorry, ich muss gerade kurz noch was trinken in der Aufnahme. EP, das ist wie hinten, da kommt uns auch manchmal flüssig. Geh, du Hure, geh! Boah, Alter, du ohne Spaß, du bist echt das dümmste Stück Code, ja? Was jemals das Pech hatte, ausgeschissen zu werden, ey. Ich hab gerade einen Vierer-Kill gemacht. Gönn mir das doch. Ja, aber ohne Spaß, ey. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen, du kleine... Das ist, weil du gesagt hast, die Map ist gut. Und ich hasse die Map. Ach, deswegen gibt's jetzt Krieg zwischen uns. Natürlich. Pass auf, weißt du, das ist jetzt hier wie so Krieg der Sterne, ja? Der Krieg hat wegen etwas ganz Banalem angefangen. Genau, es gibt einmal die Happier und die Wer ist denn die dunkle Seite der Macht? Du oder ich? Wer hat denn hier das dunkle Outfit? Ja, gut, du bist der Schwarze, stimmt. Genau, ich hab die Kekse, also. Ja. Boah, Alter, apropos Kekse, ich habe in Animal Crossing mir diese scheiß Süßmöbelchen-Serie geholt, die im Prinzip ja nur aus Keksen besteht. Und ohne Spaß, ich habe dafür so viel blechen müssen einfach nur. Das ist abnormal. Der Kleine verarscht mich jedes Mal aufs Neue, wisst ihr das eigentlich? Nein. Dieser XD-Smile, der steht 5 Brücke weg, schlägt zu, ist tot und 2 Sekunden später werde ich Zombie. Nein, gestealt. Ach, nein, gestealt. Lol, Alter, dein Score, du bist ja bald in meiner... Guck dir mal die Scores von uns beiden an und dann vom Rest. Von den Normalsterblichen. Ja gut, ich hab aber... Guck mal, wir haben ja auch geile Waffen. Was heißt hier geile Waffen? Die anderen haben auch geile Waffen. Die sind einfach nur scheiße. Geiles Auto. Der XD-Smile, die wollte mich gerade wieder verarschen, ey. Lol, jetzt ist hier eine Rauchgranate, ey. Ich sehe hier gerade gar nichts. Jawohl! Jawohl! Das ist das geil. Zombie zu trollen, das ist so geil. Wir sollten mal eine Challenge machen im Brickforce, wer mehr Zombies trollt. Wo sind die eigentlich? Dazu zählen dann aber auch die Trolls, wenn man den Zombie trollt und der Zombie einen gleichzeitig auch trollt, oder? Ja, ja. Wenn da steht, dass du den Zombie getrollt hast, dann hast du gewonnen. Hier unten. Lol, wo oh, da unten? Oh, da hat er nichts mehr, ne? Da ist er. Da ist oh. Er. Weg. Da war er, meinst du wohl? Ja. Kannst du mit der Orion so spielen? Ich brauch auch mal Makro, ne? Das ist jetzt kein Witz, ja? Ich kann... Mit Tsunami Rama kann ich gar nichts, ja? Aber mit Orion bin ich so OP einfach nur. Boah, jetzt sind Lava. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal ganz kurz campen. Oh, danke, EP. Du hast mir gerade so dermaßen den Arsch... Ach so, ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich nur stehlen. Ich hatte Pistol nichts, ich hatte Hauptwaffe... Achtung, von zwei Seiten. Ich wollte ja gerade eigentlich nur stehlen. Ja, warum gehst du eigentlich auf mich, ne? Ja, weswegen wohl? Krieg der Sterne, mein Junge, Lieber. Junge, warst du das gerade? Oder krieg... Ja, ich hab dir gerade noch ein bisschen was mitgegeben.
Böse, was? Waren das so 300 live oder so? Oh. Mist. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo du bist, du kleine Hure. Ja, und dein Problem ist, ich weiß, wo du bist. Ja, oh Gott, da kommt der nächste von... Ja, instant. Warum nehme ich denn eigentlich nochmal Putz, wenn er dich sowieso kriegt? Kein Plan. Also Leute, das war's von mir. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Woche, bis dahin. Haut rein. Ciao. Alter, wann lernst du eigentlich? Du musst dich auch mal verabschieden. Ciao. Achso, genau. Ich bin alt. Ciao. Du musst immer noch Ciao sagen. Ja, tschüss. Ciao.